Leider passiert es mir immer wieder, wenn ich mich einfach nur drehen will in eine Richtung, dass ich das Menü aufmache. Ich bin der Meinung, diese Hin- und Her-Drehtasten, eigentlich haben sich schon was dabei gedacht, dass das nach rechts drehen am rechten Controller und das nach links drehen am linken ist. Ich für mich persönlich hätte es aber gern auf einem Controller, auf demselben. Weil so habe ich es halt irgendwie auch im Kopf aus irgendeinem anderen Spiel. Es wäre auch schön, wenn sie sich da generell auf eine VR-Steuerung einigen könnten, mal die Leute. Aber gut, es ist halt auch nicht jedes Spiel gleich, ne? Aber so grundsätzlich. Ich finde das übrigens ganz komisch auch, dass ihr die Untertitel nicht lesen könnt, weil ich habe die hier fast direkt vorm Gesicht. Also ich habe die nicht mal im unteren Rand des Displays, sondern ich habe sie deutlich höher, also fast schon mittig. Oder wenigstens ist da jetzt noch ein Durchgang. So. How did all this stuff get here? Ja, das war. Surely these goons didn't haul it here. Das war mit Sicherheit auf irgendeinem Frachter, auf einem Luftfrachter oder sowas. Wahrscheinlich das Ding, was da vorne abgestürzt ist. Vielleicht ist das gar nicht das Ding, mit dem wir gekommen sind. Wer weiß das schon? Bei dir sind sie ganz unten. Also wirklich, ich habe sie fast mittig. Ich verstehe das nicht. Also wirklich, ich habe ja schon beim Aufnehmen und auch, also in erster Linie natürlich nach dem Aufnehmen und dann Schneiden gemerkt, dass der untere Rand bei VR ganz gerne abgeschnitten ist so ein bisschen, beziehungsweise dass man dann im Nachhinein, dass der Zuschauer nicht so viel sieht wie ich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so extrem ist, dass man hier sogar, oh mein Gott, dass man hier sogar die Untertitel nicht lesen kann. Jetzt wäre der Aim-Controller geil, glaube ich. Obwohl. Also jetzt habe ich beide, jetzt mache ich quasi mit beiden Move-Controllern den Aim-Controller nach. Hä? Nee. Jetzt muss ich. Moment, ich muss mal ganz kurz das Menü checken. Ob ich durch pures auf den Gegenstand gucken. Nee, den anwählen kann. Jetzt muss ich leider immer so vorgehen, ne? Immer so. Zack, zack, bumm. Ah ja, so sei es. So kann ich auch schießen. Mach ich halt Rambo, warum nicht? Das Messer habe ich auch noch das entsprechende dabei. Warum kann ich das aber nicht in die linke Hand nehmen, das Messer? Ein bisschen schade. Beziehungsweise vielleicht kann ich das sogar. Das ist echt schade. Aber ich glaube, so gegen später im Spiel kann man sogar also in beiden Händen eine Waffe tragen. Also dann wird sie. Vielleicht gibt es auch nochmal ein extra Messer für die linke Hand. Ein Linksmesser oder so. Damit wird wahrscheinlich das. Oh mein Gott, da hat es ein Ziel. Wie sehr ist das geil? Oh mein Gott. Alles klar. Das werde ich so eher auf die Ferne nutzen. Ich glaube, das wird so im Combat-Bereich eher weniger Einsatz finden. Zigaretten? Was ist das? Das sollen, glaube ich, Zigaretten sein. Was? Warkporo. Ah ja, das soll wohl eine kleine Hommage sein. Wo ist eigentlich das Mädel hin? Hat sie den Drachen schon gefunden? Was ist los? Ah, okay. Oh. Ja.
Okay. Wer schießt denn da noch? Ich muss mich echt mehr mit dem Menü auseinandersetzen. Irgendjemand schießt doch hier noch. Aha. Ja, das macht Sinn. Hallo. Och, das ist ja geil. Da, also der Aim-Controller, sage ich mal, der würde jetzt minimale Verbesserung bringen, sage ich jetzt mal. Oh, das ist jetzt sinnlos. Ich gehe mal wieder hier rüber. Okay. Also das macht schon Spaß. Jetzt muss ich allerdings, ich muss immer noch hier ständig überlegen, dass ich hier die richtige Taste drücke. Das dauert echt noch ein bisschen, bis mir das übergeht. Exit. So funktioniert es. Ich will das aber auch nicht, jetzt wäre eine Granate wieder geil gewesen, ne? Ich will das auch nicht zu verschwenderisch hier irgendwie. Ja, schwere Rüstung, glaube ich. Junge! Alter! Folgen Leute von heute. Das war jetzt der Hammer. Oh! Aber ich muss schon sagen, also Spaß machen tut's. Aber ich werde mehr von dem Medizeug brauchen. Ja, es war ja am Anfang des Spiels die Rede davon, dass da scheinbar Soldaten oder Menschen gezüchtet werden, die deutlich stärker sind als reguläre Menschen. Das scheint einer davon zu sein. Oder der hat einfach bloß verdammt viel Rüstung dran gehabt. Aber der ist, also wie ich das jetzt sehe, auch deutlich größer als die anderen gewesen, ne? Ah ja, guckt euch mal das hier an, der hat noch so eine Maske vor dem Gesicht hängen und was weiß ich was alles. Ja. So, jetzt habe ich fast keine Munition mehr, ist ja der Hammer. Ich muss gucken, ob ich hier irgendwie was finde. Das kann es natürlich nicht sein, dass ich da jetzt auf Dauer... Nein, oder? Ist die gleiche, oder? Dann ist das... Vielleicht ist er nur durch einen Headshot zerstörbar. Kann natürlich auch sein, dass man hauptsächlich seinen Kopf treffen muss, ja? Geblutet hat er, glaube ich, überall. Aber, ja. Okay, ich habe wieder 20 Schuss fürs Gewehr. Das heißt, wenn ein anderes Gewehr rumliegt, sammle ich im Endeffekt nur Munition auf. Wobei ein zweites Gewehr jetzt gerade nicht schlecht gewesen wäre, ne? Ich hatte mehrmals den Kopf getroffen, Senpai. Ich hatte wirklich den Kopf mehrmals getroffen. Aber es kann durchaus sein, dass... die empfindlichste Stelle da der Kopf ist. Das muss ich mir für solche... Was ist denn hier los? Warum geht das nicht? Muss ich mir für solche Rüstungsträger merken. So. Okay, also es kommt, glaube ich, wirklich darauf an, mit welcher Hand ich den Gegenstand aufhebe, den ich nehme. Und in welches Menü ich ihn dann tue, dann ist er auch in der entsprechenden Hand.
Was wirklich schade ist, finde ich, dass man wirklich Gegenstände nicht mal ebenso in der Hand wechseln kann, ne? Aber gut. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. So, hat noch irgendjemand irgendwo was rumliegen sehen, bevor ich hier jetzt mich irgendwie weiter in den Tod begebe? Ich glaube aber nicht, dass hier noch was war. Ich glaube es nicht. Es kann aber nicht schaden, sich nochmal umzusehen. Alles ist gut, alles ist fein. Nö, scheint alles gut zu sein. Das hat sich gereimt. Ach, wie poetisch ich manchmal durch Zufall bin. Sieht sauber aus, ja. Also auch nicht böse sein, wenn ich mich da an manchen Orten dann genau umschaue. Ich habe jetzt schon erkannt, dass das dass die Munitionssituation hier eventuell prekär werden könnte, wenn da mal mehr kommt. Vor allem kommt hier ja auch irgendwann noch, will jetzt nicht spoilern, aber ich kenne es aus der Demo, kommt hier ja irgendwann auch noch so richtiges Viehzeug auf uns zu. Ne? Den Drachen haben wir schon gesehen. Ich bin auch der Meinung, dass man schätzungsweise als Bossgegner zum Schluss vielleicht einen solchen Drachen hat. Und der wird dann auch nicht mit einem Magazin aus dem Schießgewehr hier tot zu kriegen sein. Ja. Ja, 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 ja. Ist auch schön, dass sich hier so, ups, dass sich so die Pflanzen da so ein bisschen bewegen. Das verleiht der Umgebung etwas Leben. Was gab es denn alles in der Demo? Also in der Demo, da waren wir im Prinzip nur in einer Höhle. Oder was heißt, ich habe die Demo eigentlich niemals geschafft. Ich habe die Demo nämlich aus dem chinesischen Store runtergeladen, weil es das, die Demo gibt es in keinem anderen Store. Und heißt da aber noch Kill-X. Also das Spiel hätte auch Kill-X heißen sollen, aber ich glaube, wegen dem Wort Kill da drin, haben die sich wahrscheinlich einen anderen Titel überlegt. Und in der Demo war es tatsächlich so, dass man nur in einer Höhle war und die war voller Monster. Also richtig, richtige Monster, so auch schnell und so und aggressiv. Also sowas haben wir hier jetzt noch gar nicht erlebt. Und das wird früher oder später auch noch auf uns zukommen. Und dann wird das definitiv... Ich dachte, da steht jemand, das sah so aus. Das ist definitiv ein Schiff. Ja, also da kommt definitiv noch härterer Kram auf uns zu als Soldaten mit starker Rüstung. Oh, ein Revolver. Ja, genau, also ich kann Schusswaffen mit der Hand, mit der ich sie aufnehme, in das entsprechende Menü tun und dann sind die halt eben für diese Hand reserviert. Gut, das habe ich jetzt, das weiß ich dann jetzt auch. Oh, AK-47, wenn ich das richtig sehe. Allerdings sollte ich solche großen Waffen tatsächlich in meine rechte Hand nehmen. Ich kann nicht ja von hier aus irgendwie... Eieiei. Ihr müsst mich ja für einen völligen Legastheniker halten hier. Mehr? Also trotz aller Schwierigkeiten mit der Steuerung sei aber gesagt, es ist hammergeil. Es macht wirklich Spaß. Und ich glaube, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, dann ist das richtig lecker hier.
Na, ich bin ja ein Süßer. Ich hätte das natürlich hier können einfach abschneiden, dann wären die hier alle runtergefallen. Aber gut, jetzt will ich erstmal hier rüber gehen. Ich sollte vielleicht auch eine Waffe wählen, die Munition hat. Alles klar, das ist wieder ein großer. Okay. Wir müssen uns überlegen, Freunde. Warum die uns hier treffen. Zum einen. Und zum anderen. Jetzt mal ernsthaft. Alter, Leute, es ist echt. Alter, alter Verwalter, alter. Mein lieber Junge, ey. Freunde? Irgendjemand hatte die Idee, das Ganze auf normaler Schwierigkeitsstufe zu spielen. Ich bitte nochmals zu bedenken, das ist nicht meine Idee. Wisst ihr, jetzt habe ich hier natürlich die Situation. Obwohl, warte mal. Ja, jetzt habe ich das AK-47, ne? Kann ich das nicht mal mit rausnehmen? Nee. Da muss ich ja irgendwann mal nachladen. Wenn ich mein ganzes Magazin verfeuere und den aber nicht treffe. Moment. Na toll, jetzt kann ich da was lesen. Ist ja super. Okay, Zeit zum Lesen. Also ich muss mir überlegen. Ich muss mir überlegen, ob das so Sinn macht. Alter Verwalter. Mein lieber Schieber. Oh, ist der aus der Arme. Ich möchte das gerne in die rechte Hand nehmen. Ich will damit links nicht gut mitzielen. Moment, also ich muss jetzt echt mal checken, ob hier irgendwie, ich weiß auch nicht, Pausentaste, gibt's da irgendwie die Möglichkeit? Ich würde echt gern auf leichte Schwierigkeitsstufe umsteigen. Ich habe ja echt Angst, dass ich hier irgendwann mal ziemlich weit hinten wieder anfangen muss und vor allem ohne Medizin dann. Was ist denn das? Ah, oh, guck mal, ich habe mir die Hand gebrochen. Mache ich immer bei VR. Okay, also jetzt können wir ja da drin mal in aller Ruhe das Dokument lesen gehen. In aller Ruhe? Warum kann in diesem Rucksack nicht jede Menge Medizin drin sein? Warum ist das so? Was ist denn das? Tape? Kann ich damit irgendwas tun? Nein, ich muss mich kratzen, Entschuldigung. Geht nicht anders. Oh mein Gott, Warnung, beachten Sie, dass die Pioniereinheit des Alpha-Teams zur Steigerung des strategischen Vorteils den zentralen Weg den Berg hinauf vermint hat. Denken Sie daran, dass es sich hierbei um Antipersonenminen handelt und wir nur begrenzte medizinische Mittel zur Verfügung haben, um sie wieder zusammenzuflicken. Sollten Sie eine auslösen? Ach, sollten Sie eine auslösen, okay.
Dies sind die Koordinaten der Minen. 29 Grad, 15, 2. Klippe an der nördlichen Landzunge. Also Freunde, ich hatte sowas mit Koordinaten schon mal. Das war in Horlat und da habe ich mich ständig verlaufen. Bergstraße, Bergstraße, Klippe, Strand, südliche Küste, Höhle. Also Höhle ist schon mal gut, wenn wir in eine Höhle kommen, dann wissen wir das. An eine Klippe, da waren wir halt schon, sind wir auch schon runtergesprungen. Noch eine Klippe, Bergstraße, Bergstraße, Klippe, Strand. Also können wir uns einfach darauf einigen, dass überall hier Minen sind. Ich glaube nämlich, auf das läuft es hinaus. Ich zentriere mal wieder. Ich zentriere es mal so. Nee. Nicht da oben, was? Nee, ich kann die leider nicht nehmen. So, im Notfall könnte ich ja die Leute noch mit Flaschen bewerfen. Wenn ich wirklich mal gar keine Munition mehr hätte. Oh, wenn ich sie vor allem noch so verschwende. Nee, nicht schon ein bisschen komisch da. Das könnte jetzt durchaus zum, also missverstanden werden. Aber egal. Spiel ist ab 18, das passt. Ja. Keine Munition ist leider auch ein Dauerzustand. Muss ich auch was gegen tun. Nichtsdestotrotz möchte ich eine Schusswaffe bereit haben. These guys have been here a while. No wonder they're losing it. No uniforms. Not military. Mercs? Okay, ich kann mich jetzt entscheiden, rechts oder links. Ich weiß nicht, ob das für das Spiel relevant ist. Ich gehe aber jetzt einfach mal da lang. Ich glaube... rauf, runter. Also es könnte da weitergehen und da vielleicht nur den Berg rauf. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt mal dahin. Mal gucken. Aha, da geht's durch rechts. Aha. Aha. Aha, da unten könnte ich also lang. Da, da. Ich sag mal so, könnte nicht schaden, ne? Ich gehe mal zurück und schaue mir das an. Pfeil zeigt wahrscheinlich wieder an, dass ich grob in die Richtung muss, ne? Aber das sind ja... Das ist ja in beiden Richtungen. Also, beide Richtungen führen ja da lang. Ob ich jetzt da lang gehe oder...